Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer VfL Lübeck Karriere hier in FIFA 21. Heute sind wir angekommen im März und werden die nächsten wichtigen Partien in Sachen Abstiegskampf bestreiten. Unter anderem gegen, ich glaube, Schlusslicht oder vorletzten Düsseldorf, wo es gleich zum Beginn reingeht. Genau, die sind aktuell letzter. 10 Punkte gerade mal, damit 12 weniger als wir. Also da müssen wir gewinnen, werden wir aber auch selbst zocken. Heißt, da überlasse ich nichts dem Zufall. Später werden wir dann noch gegen Gladbach spielen, weil die sind auch tief unten mit drin. Gegen Hoffenheim und Leipzig wird den entsprechend dann simuliert, weil das sind ja keine Mannschaften auf unserer Höhe. Gladbach ist nämlich direkt auf einer Höhe mit uns. Nur 7 Tore Tordifferenz trennen uns aktuell voneinander und Leipzig und Hoffenheim sind da auf 5 und 6. Das können sie da gerne unter sich ausmachen, aber ja, vielleicht nehmen wir da was aus der Simulation mit. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn wir können es voll und ganz auf die selbstgezockten, viel wichtigeren Spiele konzentrieren. Ich möchte ganz kurz einen Kommentar hervorheben. Es ging viel darum in der letzten Folge, in den Kommentaren unter der letzten Folge, um die ganze Scheiße da mit dem Eintracht Frankfurt Spiel und so weiter. Aber ein sehr, sehr wichtiger Kommentar für diese Folge von Leonard, und zwar: Du kannst Ulrikis holen und ihn dann verkaufen. Auch freie Spieler können im Sommer Kohle bringen. Dabei geht es um den Stürmer, den wir als freien Spieler gescoutet haben. Und zwar, der Name ist ein bisschen schwierig. Der junge Herr hier, 25 Jahre alt, Lettland, ist die Nationalität. Der Punkt ist, natürlich, wir könnten ihn holen und im Sommer wieder verkaufen. Das hatten wir ja schon einmal gemacht, ich glaube vor 2 Jahren, damals mit, vor 2 Jahren war das. Akintola, so hieß der. Den hatten wir im Winter geholt, weil Winzheimer sich schwer verletzt hatte und ihn dann im Sommer wieder verkauft. Der Punkt ist aber, warum wir das nicht machen werden. Natürlich, finanziell ergibt das absolut Sinn. Der Punkt ist jedoch, dass ich nicht mehr als 2 freie Spieler pro Saison holen möchte, weil das ist einfach zu overpowered. Und wir haben schon 2 geholt. Mit Gilmour haben wir einen komplett kranken Spieler von den freien, einen komplett starken Spieler geholt von den freien Spielern, und mit Bravo Diaz haben wir auch noch einen sehr guten Spieler geholt. Die werden wir auch nicht verkaufen, aber ich möchte einfach das da nicht übertreiben mit den freien Spielern, weil das wäre dann einfach zu overpowered meiner Meinung nach. Deshalb werden wir das nicht machen. Wir machen ja auch eigentlich keine Vorverträge. Vielleicht haben wir einen gemacht in dieser ganzen Karriere, weil das auch einfach zu overpowered ist. Klar, das ist alles nicht mehr so OP wie vor 3-4 Jahren in FIFA 17. Vorverträge waren das Krankeste der Welt, aber dennoch werden wir erst in der nächsten Saison uns von den freien Spielern wieder verstärken, damit es einfach nicht zu stark ist. Es wäre sonst ein bisschen geschummelt, finde ich. Und wir wollen ja eigentlich auch unsere Spieler, die wir im Team haben, weiterentwickeln. Und damit gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Uns erwartet hier heute zu Hause eine ganz, ganz wichtige Partie. Es geht gegen Düsseldorf, gegen den letzten der Liga, und wenn wir hier heute gewinnen, können wir uns klar von den direkten Abstiegsplätzen absetzen und natürlich auch Düsseldorf da mit unten drin halten. Heißt, es ist ein typisches 6-Punkte-Spiel und das müssen hier heute 3 Punkte für uns werden, denn wir sind die klar bessere Mannschaft. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Düsseldorf ist mit uns damals zusammen aufgestiegen, also vor einer Saison. Ich glaube, es war Düsseldorf. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Düsseldorf oder Bielefeld waren oder vielleicht sogar beide. Auf jeden Fall haben sie die schlechteste Offensive. Da sind wir weit von entfernt, die schlechteste Offensive zu haben. Bei uns ist ja eher das Problem teilweise die Defensive. Aber die Offensive ist einfach überragend bei uns wirklich mitunter. Und mit Lané haben wir einen der besten Torschützen. Also in den Top 8 ist er auf jeden Fall drin. Vielleicht sogar Top 5, bin ich mir gerade nicht so sicher. Und heute geht es wieder darum, zu punkten. Ganz wichtige Punkte, den nächsten Schritt machen und dann nachher nochmal zum Ende der Folge, das nächste 6-Punkte-Spiel gegen Gladbach. Also ich hoffe echt nicht, dass Gladbach absteigt, aber zur Not lieber, als dass wir absteigen. Und damit gucken wir jetzt mal hier auf unsere Aufstellung. Da gibt es eigentlich nur eine Überraschung, aber dazu gleich. Lunin im Tor und dann hier in der Viererkette sehen wir es gleich. Bravo Diaz spielt links, Stergio, Kana, Kircher, Gemo, Simons. Dann haben wir Prott, Lena, Jejong und vorne Lané. Ich habe mich heute gegen Winsheim entschieden und gegen das 4-2-2-2-System, denn Winsheim ist einfach nicht fit genug und Bravo Diaz ersetzt auch nur Netz, weil der nicht fit genug ist. Das hier ist Düsseldorf mit einer Viererkette. Gehen sie in die Partie. Lovren auf der 6, ist eigentlich ein Flügelspieler, wenn ich mich nicht völlig irre. Joa, Ex-Kieler.
und irgendein, ja, ich würde mal sagen, Chinese im Sturm. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Oh, erste Gelegenheit gehört Düsseldorf. Der geht zum Glück am Tor vorbei. Der Abschluss von Uiyo. Da nimmt er erst den Ball hoch und dann Dropkick, aber der sitzt zum Glück nicht. Düsseldorf startet gut in die Partie. Also die ersten 10 Minuten gehörten hier auf jeden Fall den Gästen. De Jong stark. Und dann ist da Lena, Lena und wieder der Keeper da. Und ja, da kommt dann leider auch De Jong nicht mehr zum Nachschuss. Ecke ist gut für Kana. Auf der Linie geklärt. Jetzt sind wir hier die bessere Mannschaft. Der Ball kommt aber nicht an. Oh, stark von Simons. Oh, Lané. Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Am Ende wurde es fast mehr ein Pass für De Jong, als dass es ein Schuss war. Aber super starke Balleroberung. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Konter laufen. Denn Kircher ist mit vorne. Und jetzt, ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir direkt in einem Konter. Aber bravo, Diaz. Was eine, ja, genialer Zweikampf. Prott, Lena. Und kriegt er den auch durch? Oh, sehr schön gesehen von Lané. Geil gemacht von Lané, dass er da nicht hingeht, weil er stand im Abseits. Der stand nämlich im Abseits, lässt ihn durch und somit ist er passiv im Abseits und das zählt nicht. Und De Jong haut das Ding dann rein. Wow, wie geil war das denn gerade? Wie geil war das? Bravo, Diaz holt den Ball. Prott für Lena und dann super antizipiert von Lané. De Jong ist da, haut das Ding rein. Endlich mal wieder ein Tor von ihm. Er trifft echt selten. Also hat er überhaupt schon Erstligator? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Der Tor. Reichste ist er nicht, aber trotzdem sehr, sehr schöner Spieler und das ist wirklich sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga. Schön für Simons. Der hat Platz, Simon. Oh, starke Parade vom Keeper von Düsseldorf. Also, Simons, der kann nun wirklich schießen. Das war sehr schön gemacht vom Keeper, der hier wirklich Düsseldorf teilweise alleine im Spiel hält. Die Ecke, ja, De Jong ist da nicht der Stärkste, um sich da bei so einer Ecke durchzusetzen und der liegt. Er liegt. De Jong liegt. Oh nein. Oh, das war es nicht wert. Das war es nun wirklich nicht wert. Komm, Schiri, pfeif ab. Unser Spieler liegt da. Und der liegt und liegt und liegt. Ja, er muss auf jeden Fall raus. Komm, pfeif jetzt ab. Meine Fresse, pfeif doch jetzt ab. Mein Spieler liegt da halb tot. Er konnte sich immerhin wieder berappeln. Aber wir sind jetzt hier hinten überhaupt nicht sortiert. Was eine Aktion von Kana. Wir hauen das Ding jetzt mal ins Aus. Einfach mal, um zu gucken, was mit De Jong ist. Er ist angeschlagen, wir nehmen ihn auf jeden Fall sofort runter. Ich riskiere hier keine lange Verletzung. Krečnik übernimmt seinen Part. Kurz vor der Halbzeit müssen wir das erste Mal wechseln. Das Ganze leider verletzungsbedingt. Oh, da ist Düsseldorf. Was eine Grätsche von Kana. Meine Güte, also unser Abwehrchef, der steigert sich von Spiel zu Spiel wieder. Oh, das ist, Leute, das ist genial, unser Kapitän. Also er hatte auch seine schlechten Phasen in dieser Saison, aber das war ein unfassbar starker Zweikampf, eine unfassbar starke Grätsche, die uns hier garantiert ein Gegentor, ja, vom Gegentor gerettet hat. Und direkt im Gegenzug ist Lané durch. Lané ist durch, gegen den Keeper, aber auch der Verteidiger von Düsseldorf ist auf, ja, absolutem Top-Niveau und hat hier den Ball. Nächster Wechsel bei Düsseldorf, Lovren geht raus und ich denke, jetzt wird ein richtiger Sechser in die Partie kommen. Gül, keine Ahnung, wer das ist, um ehrlich zu sein. Nee, ich weiß echt nicht, wer das ist. Prott jetzt mal. Prott sucht Lena. Lena wird auch gefunden, aber dann ist wieder ein Verteidiger davor. Nächster Wechsel bei uns. Diesmal das Ganze freiwillig. Es kommt Okumbova in die Partie für Gilmore, einfach um nochmal mehr Sicherheit reinzubringen. Okumbova kann aber auch nach vorne. Das ist ein super Pass auf Prott. Prott setzt sich gut durch. Reznik kommt. Reznik! Oh, direkt auf den Keeper. Aber super eingeleitet von Okumbova. Reznik. Lena. Wieder Reznik. Reznik! Bam! Joker. Tor. Reznik. Der nun wirklich einen schwierigen Stand hat in dieser Saison. Wirklich einen ganz schwierigen. Letztes Jahr noch echt ein sehr viel eingesetzter Joker. Dieses Jahr tut er sich schwer in Liga 1. Also, ja, muss man sich mal überlegen, ob man sich dann vielleicht im Sommer trennt, aber das hier macht er super. Holt er den Ball per Kopfball auf Lena. Ja, wenn du einen Pass auf Lena spielst und dann einen Pass zurückbekommst, dann weißt du, komm, den kann ich machen. Lena heute schon wieder, glaube ich, mit zwei Vorlagen jetzt, ne? Also, ja, Reznik, klasse.
ich weiß gar nicht, ist das auch sein erstes Saisontor und sein erstes Bundesligator? Ja, so sieht es aus. Der Top-Vorlagengeber darf noch runter, Lehner verlässt die Partie und mein ja, absoluter Lieblingsspieler, Wunschspieler, wie auch immer, Andreas Horn kommt in die Partie. Ein Riesentalent, was wir natürlich weiter fördern wollen. Oh, ui. Ganz wichtig von Lunin. Ganz wichtige Parade, den wir da ein bisschen ja, Scheiß gebaut hatten. Stergio gibt zwar alles, kommt aber einfach nicht an den Verteidiger ran. Und dann gibt es jetzt hier nochmal eine Ecke. Ecke, die kommt gar nicht schlecht, wieder geklärt. Nächste Ecke, nochmal die Chance für Düsseldorf in die Partie zu kommen. Kapitän Pires verlässt die Partie. Acosta kommt rein, den kennen wir bereits aus Liga 2. Auch die Ecke ist okay. Jules von hinten. Zimmer und zweite Gelegenheit für Bühler, das Ding reinzuflanken. Nochmal Zimmer, kein Abseits. Und sie machen weiter. Das ist meistens nicht so gut, wenn sie so lange den Ball um den 16er herumspielen können. Jetzt können wir sie aber sehr gut raustreiben. Oh, Zimmer und Lunin wieder zur Stelle. Also Düsseldorf zeigt dir nochmal, was sie drauf haben. Wir kommen mit diesem Konter nicht so genial gespielt. Von Lane jetzt vielleicht irgendwie auf Horn, der wird da blockiert. Oh, das gibt sogar einen Freischuss, also damit habe ich echt nicht gerechnet. Rechtsfuß wäre hier angebracht, wir haben aber nur links, hallo. Einfach mal probieren, wir haben übel selten Freischüsse, fällt mir gerade auf, aber einfach mal probieren. Grünes Time-Finish sogar, aber der Freischuss war natürlich auch nicht aus der besten Position, auch nicht perfekt geschossen und Lane ist auch nicht der große Freischussschütze. Reznik hat außen den Ball und das wird die letzte Aktion sein. Dieser Ballverlust ist völlig egal, denn wir gewinnen hier zu Hause 2:0 gegen den Verein mit der roten Laterne, gegen Düsseldorf. Und ja, können sehr, sehr zufrieden sein. Große Ernüchterung natürlich auf Seiten von Düsseldorf. Das war so, ja, vielleicht die letzte Chance, um da unten nochmal rauszukommen für Düsseldorf. Ab jetzt wird es richtig, richtig schwer. Denn ja, die Gegner werden nicht leichter für Düsseldorf. Das sieht alles nach Abstieg aus. Bei uns sieht es aktuell sehr, sehr gut danach aus, dass wir die Liga halten können. Das wäre ein Riesenerfolg. Bleibt natürlich die Frage, was mit Jeong ist. 4 Wochen fällt er aus, verstauchtes Knie. Ah, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Jetzt war er gerade mal so ein bisschen in Fahrt gekommen. Wir sind dafür aber nach wie vor 13. Konnten gleichziehen wieder mit Gladbach. Die haben auch gewonnen. Und somit ja, kommen jetzt erstmal die nächsten Simulationen und dann das direkte Duell. Und Kana beschwert sich immer wieder, aber das hat sowieso nichts zu sagen. Also jetzt gegen RB, dann Hoffenheim und dann Gladbach. Campbell wurde jetzt ausgeliehen, beziehungsweise wird dann erst im Sommer ausgeliehen. Und zwar vor ein Jahr geht es in die Heimat zu New York City. Ist ein Jugendspieler, der absolut das Potenzial hat, eines Tages hier eine große Stammkraft zu sein. Vielleicht wird er jetzt auch schon seine ersten Profi-Einsätze bei uns bekommen, denn es fehlt natürlich jetzt ein Flügelspieler, den es zu kompensieren gibt mit Jeong. Und deshalb könnte es sein, dass, wo ist er denn, hier, Campbell, bald vielleicht seinen ersten Einsatz bekommt. Ich möchte nichts versprechen, er wird im Sommer dann gehen für ein Jahr und ich denke, das ist ein super Deal. Da kann er sich auf jeden Fall gut entwickeln in der Heimat und wird dann ja, stärker zurückkommen, vielleicht dann ja sogar schon auf einer 70. Jetzt gilt es erstmal gegen RB zu bestehen. Ihr seht die Mannschaft, wir sind zurück im 4-2-2-2. Eben weil uns jetzt ein Stammflügelspieler fehlt, gehen wir zurück auf die Taktik mit 2 Stürmern und 2 Zehnern. Das passt dann einfach besser, gehen rein gegen RB, da erwarte ich absolut gar nichts. Und wir kriegen auch gar nichts, eine einzelne Niederlage, aber das ist absolut in Ordnung. Vielleicht ist ja zu Hause gegen nicht gerade ausgeruhte Hoffenheimer etwas drin. Die sind natürlich auch weit vor uns in der Tabelle und haben sich Amiri zurückgeholt. Sehr, sehr interessanter Transfer zurück von Leverkusen und jetzt wieder bei der TSG. Ja, ansonsten auch ein starkes Team, Kunja unter anderem im Sturm. Also das wird schwer zu punkten. Wir probieren es natürlich dennoch und holen sogar einen Punkt. Lane mit dem nächsten Tor. Das ist wirklich sehr gut und damit gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Gladbach. Wir haben einen Haufen Jugendspieler, der weg möchte. Das müssen wir jetzt mal durcharbeiten. Dazu haben wir 2 Leihangebote, die so durchgehen könnten. Einmal Amaral, der im Sommer wohl nach Argentinien oder so gehen wird. Und Otto, der nach Österreich, ich glaube es ist Österreich, es ist ziemlich sicher Österreich gehen wird. Beides sehr talentierte Jungs und vor allem dieser Milan Otto.
glaube, der kann mal richtig gut werden. Jetzt aber, ja, Konzentration auf die Jugendspieler. Ich habe mal kurz reingeguckt. Sehr starker Mann von Manchester United. Der erste ist Davis, Cochet, Craton, Bernier und Hansen. Okay, den kann ich mir, glaube ich, eigentlich alle merken. Davis war der erste. Ja, ist halt schon 18 Jahre alt. Ich würde ihn trotzdem auf jeden Fall mitnehmen, weil er sehr, sehr gut aussieht. Der hier wollte auch gehen. Auch er sieht schon wirklich stark aus. Also auch er wird übernommen. Cochet wollte auch gehen. Ja, auch hier. Astreines Talent, warum nicht? Dann, oh, jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht der, ne, der ist 15, der wollte auf jeden Fall nicht gehen. Bernier wollte gehen, ne? Ja, ich glaube schon. Und Hansen. Hansen hat zu wenig Talent mittlerweile. Also da muss ich sagen, sorry, werden wir nicht machen. Klar, wir können ihn hochziehen, aber ich will den Kader jetzt auch nicht zu krass. Also wir kriegen so viele Talente, dass ich den ziehen lassen werde. Bernier wollte dann auf jeden Fall noch hoch und ich glaube, dann haben wir alle, ich gehe nochmal kurz hier alles durch. Hansen, den haben wir abgelehnt gerade, wenn ich mich nicht jetzt völlig irre. Ja, so sieht es aus. Dann wollte Bernier, den haben wir hochgezogen. Croton, ich werde die alle falsch aussprechen, also bitte kein Hate dafür. Cochet und Davis, die haben wir alle hochgezogen. Die werden wir uns jetzt mal kurz angucken. War einer von denen über 60? Ich glaube nicht. Das heißt, wir werden noch keine Auskünfte zu deren Potenzial bekommen. Dennoch gucken wir mal. Ja, der hier wird auf jeden Fall verliehen. Ist aktuell keine Hilfe, weil wir mit Willemsen einen viel besseren Spieler haben. Also wirklich nochmal ein deutliches Tick besser. Gleiches Alter, aber Willemsen ist 6 Gesamtratings besser. Der hier wird auf jeden Fall auch verliehen, weil auch auf seiner Position sind wir mit Campbell schon besser besetzt. Und dann haben wir noch hier ihn direkt verliehen. Und auch Bernier wollen wir verleihen. Wobei ich den aber erstmal umtrainieren werde zum Stürmer, weil mit dem MS kann ich eigentlich nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das geht schnell. 28 Wochen ist jetzt nicht schnell, aber okay. Was wir auch noch umtrainieren müssen vor dem Spiel gegen Gladbach, bevor es da reingeht, ist der Recruit von Bravo Diaz. Der ist zwar Rechtsverteidiger, ist aber linkslos und hat 1 Stern Recruit. Das bringt uns ja gar nichts. Hat der letzte Spiel jetzt Linksverteidiger gespielt, könnten wir ihn auch umtrainieren. Aber wäre schon cool, wenn er einfach, ja, 5 Sterne Recruit hat, dann kann er auf beiden Seiten spielen, weil er hat auch kein Ausrufezeichen, wenn er als Linksverteidiger spielt. Also brauchen wir ihn eigentlich nicht umzutrainieren. Jetzt wird er das hier mal üben. Dauert hoffentlich nicht so lange. Hoffentlich kriegt er da schnell ein paar Sterne dazu. Und jetzt geht es wirklich rein gegen Gladbach. Eine Kleinigkeit habe ich euch noch verschwiegen. Und zwar ist hier Jong tatsächlich schon wieder auskuriert. Ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen. Er steht auch heute wieder im Kader. Noch nicht in der Startformation. Wir spielen also mit dem 4-2-2-2-System. Und damit blicken wir auch ganz schnell auf die Aufstellungen. Also starten wir mit unserer Mannschaft. Nunin im Tor, Viererkette davor, wie gewohnt Kircher, Kana, Stergio und Netz, der ist zurück. Simons, Gilmore, dann, ja, auch das ist nichts Neues, Port, Lena und vorne Lane und Windsheimer. Das sind wir und ich habe gerade schon die Gladbacher Mannschaft so ein bisschen beim Einlaufen gesehen. Wie können die im Abstiegskampf sein? Also ganz ehrlich, blicken wir rauf. Jan Sommer, wie immer im Tor, unfassbar starker Torwart. Dann Touré, Kera, noch ein paar andere Spieler, Till und Koch dann im Mittelfeld, Claude Maurice, lang auf der 10, warum auch immer, Iataren und dann Wang Hee Shang, das ist nun wirklich nicht schlecht, lang auf der 10, das ist nun wirklich schlecht, aber der Rest ist übel stark, so, und ja, keine Ahnung, warum die so weit unten drin sind, klar ist, sie sind weit unten drin und deshalb müssen wir gegen sie gewinnen. Ja, das ist ein Elfmeter. Stergio kommt da als letzter Mann in höchster Not hin, kriegt wohl keine Karte, aber das ist ein Elfmeter, da wird eingefädelt. Den kann man geben, da wurden wir überrannt. Und jetzt ist es Till gegen Lunin und Till verschießt. Es bleibt beim 0-0. Gladbach wieder im 16er, irgendeiner schmeißt sich davor, Kircher war's. Jetzt muss der Ball mal raus, Prott und jetzt einfach steil weg. Simons, kann er den vielleicht sogar laufen? Nein, kriegt er nicht hin. 150 Spielemarke, unser 150. Spiel für den Verein. Also das ist echt eine Marke, die sich sehen lässt. Also das hatte ich, glaube ich, lange nicht mehr in einer Karriere, dass ich so viele Spiele mit einem Team gemacht habe. Aber ja, wir haben es ja verdient, hoffentlich wird dieses wunderschöne Jubiläum nicht hier von Gladbach völlig zerstört. Also ja, der Eindruck, dass das hier eine sehr starke Mannschaft ist, die eigentlich keinen Grund hat, so tief drin zu stehen, der ist hier in den ersten Minuten auf jeden Fall bestätigt, denn Gladbach dominiert uns komplett
und wir haben Not, den Ball mal hinten rauszubekommen. Kana, jetzt nimmt der Kapitän das Ding selbst in die Hand. Raus auf Prott und Kana läuft immer noch mit. Prott macht es aber selbst. Jan Sommer ist halt einer der besten Torhüter der Liga und zeigt das hier auch ganz, ganz klar. Ecke natürlich dennoch eine große Gelegenheit für uns. Gemor vom Tor weg in Richtung Stergio. Der wird am Kopfball gehindert. Zweiter Ball vielleicht noch über Prott. Ja, nicht wirklich. Netz, Lena, aber der kommt da nicht hin und fast kommt Winzer mal daran. Jetzt habe ich die Reißleine hier mal gezogen. Sehr gute Freischussposition für Gladbach. Dazu eine gelbe Karte für Kircher. Also die ist wirklich sehr gut, die Freischussposition. Wir werden den Torwart natürlich ein bisschen verstellen, in der Hoffnung, dass das was bringt. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das auf die KI ausübt. Der wird direkt gemacht und ich glaube, hätten wir Lunin dann nicht einen Tick nach unten verstellt, dann wäre der drin gewesen. Sehr starker Freischuss von Iataren. Lunin muss alles geben, klatscht dann sogar noch gegen den Pfosten. 5 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit ist Gladbach ja hochdominant nach wie vor. Kickt hier gleich die nächste Ecke hinterher. Also dieses 0:0 zur Pause, damit sind wir echt gut bedient, habe ich das Gefühl. Kana muss dahin. Zweiter Ball. Abseits. Danke. Winzheimer. Lane. Lane für Winzheimer. Ah, da wollten wir es zu spielerisch. Zu spielerisch da gewollt, hätte ich vielleicht schon direkt abschließen müssen. Winzheimer nochmal. Und das ist Lena. Der kriegt den Ball nicht durchgespitzelt. Wir starten ganz gut rein in Durchgang 2. Prott nochmal. Prott sucht da auch die Lücke, findet Lena. Jan Sommer Glanztat. Winzheimer, haut ihn mal rauf. Haut ihn mal rauf. 20 Minuten sind es noch. Ah, ich tue mich schwer. Ich glaube, wir wechseln erstmal nicht. Weil wir haben hier wirklich die beste Mannschaft auf dem Feld. Und haben jetzt die nächste Gelegenheit per Ecke. Sommer zögert etwas, ist dann aber dennoch da. Der landet über Umwege bei Lané. Jetzt draußen bei Prott. Der kann sich hier aber nicht durchsetzen. Ja, es ist extrem intens. Also ich glaube, das könnte hier wirklich auf ein Unentschieden hinauslaufen. Wenn es gut für uns läuft. Lané. Winzheimer. Winzheimer. Da ist das Ding. 1-0 Führung. 15 Minuten vor dem Schluss. Winzheimer macht es. Wenig zu sehen von ihm. In der ersten Halbzeit fast gar nichts. Zweite Halbzeit hatte er seine Aktion. Und macht jetzt das Tor. Winzheimer ist da, Sommer bedient, weil die Abwehr einfach da katastrophal steht. Und da, also den lässt sich ein Manuel Winzheimer nicht nehmen. Den lässt er sich nicht nehmen. Wir werden direkt reagieren. Klasse Tor von Winzheimer. Werden einen defensiven Mehr reinsetzen, denke ich mal. Ja, wir werden dann doch hier ein bisschen defensiver agieren. Spielen dann ungefähr so, denke ich. Heißt, wir nehmen... Ja, Lané geht in den... Ah, nee, Winzheimer war gut. Lané geht auf den Flügel, Prott geht auf den Flügel. Wir nehmen Lena runter, bringen Okombova in die Partie und bringen auch Bravo Diaz für den bereits gelb verwarnten und auch, ja, körperlich fertigen Kircher. Und ich denke, dann können wir hier, wenn wir alles hinten reinwerfen, wenn wir wirklich alles hinten geben, dann können wir diese Partie auf jeden Fall gewinnen. Also, hätte man mir das zur Halbzeit gesagt, dann, ja... Hätte ich das nicht wirklich geglaubt, denn das hier ist schon wirklich gerade krass, dass wir hier führen. Aber jetzt müssen wir es halt auch noch hier über die Zeit bringen. Das hier ist jetzt erstmal die taktische Anweisung soweit. Defensiv sauber stehen, hier nochmal das Tor von Winzheimer genießen und dann jetzt volle Konzentration auf die Defensive. Letzter Wechsel jetzt noch bei uns, der gerade gelb verwarnte Stergio geht runter, Schäfer kommt rein, hat es sich verdient zu spielen. 5 Minuten noch, Freistoßposition für Gladbach direkt, ja direkt, aber schwach. Die 90. Minute, sie läuft. Lange den Ball halten. Wir lassen uns Zeit. Jetzt kommt der Ball nach vorne in Richtung Winzheimer. Und von mir aus auch bis zum anderen Keeper. 1 Minute obendrauf. 1 Minute, ein Angriff von Gladbach. Da ist er. Das ist der eine Angriff. Da müssen wir jetzt mal hier alles geben. Bravo Diaz ist da. Bravo Diaz ist da. Bravo Diaz hat den Ball. Das sieht gut aus. Das ist es. Der Sieg gegen Gladbach. Es ist nicht verdient. Aber es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Gladbach war hier die bessere Mannschaft. Und ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die nicht aktuell da unten drin stehen. Und zwar, weil sie in der zweiten Halbzeit einfach nicht das zeigen können, was sie in der ersten zeigen konnten. Also erste Halbzeit waren sie so viel besser. Zweite Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. Und das haben wir ausgenutzt. Haben das Tor gemacht in Form von Winzheimer. Und am Ende dann einfach hinten gut gestanden.
mit ein bisschen Glück die Führung verteidigt und ja, die 3 Punkte bleiben in Lübeck. Also nun wirklich eine sehr erfolgreiche Folge. Insgesamt haben wir 7 Punkte aus 4 Spielen geholt. Das ist nun wirklich ein super Wert dafür, dass wir die Folge davor gerade mal 3 Punkte geholt haben. Und davor lief es gut. Aber hier hatten wir doch irgendwo mal einen Monat. Ja, hier im November haben wir wirklich alles verloren. Also das war überhaupt kein guter Monat. Aber das war doch jetzt hier wirklich erfolgreich. Sind damit jetzt 12. Immer noch punktgleich mit Gladbach, denn die hatten davor wohl ein bisschen, ja, was gut gemacht. Schalke jetzt wieder mitten unten drin. Freiburg kann sich ein bisschen absetzen und damit heißt es jetzt echt, die direkten Abstiegsplätze, die werden wir wohl nicht mehr erreichen, zum Glück. Aber die Relegation ist echt noch nah, 5 Punkte. Der 11. Platz ist aber auch nah, das sind nämlich 4 Punkte. Also es ist wirklich, ja, wir können auch noch Augsburg schlucken in dieser Saison. Gucken wir nochmal kurz auf den Spielplan für die nächste Folge. Das aber erst gleich, wir gucken erstmal auf die Jugendmannschaft. Und zwar erstmal auf unsere aktuelle. Bonn-Hommel sieht da aktuell vom Potenzial nicht so gut aus, werden wir weiter beobachten. Frank ist auch so ein Wackelkandidat. Ansonsten Jung, leider mittlerweile auch ein echter Wackelkandidat, aber der hat echt eine gute Gesamtrating für einen 15-Jährigen. Crochet werden wir weiter im Auge behalten und auch Fischer, aber rausschmeißen müssen wir da jetzt keinen. Gibt es neue Talente? Wir hatten auch noch welche, glaube ich, die wir im Scouting-Bericht gelassen hatten, weil wir nicht wussten, ob die gut sind. Werden wir ja gleich sehen, ob wir da irgendeinen dabei haben, der mehrere Monate gescoutet wurde. Ich glaube, das war der Typ von gerade, aber da haben wir gesehen, das Potenzial reicht nicht, auch wenn er eine super Gesamtrating hatte. Der sieht gut aus. Clark werden wir dann einen Monat scouten lassen und dann wieder in der nächsten Folge sehen, ob wir ihn wirklich hochziehen. Das ist ja unser neues System, damit wir eben die Jugendmannschaft nicht überfordern. Niklas Martin, hui, der sieht echt stark aus. Ich glaube, der wird dann... Ach, das ist der, der wurde schon... Der, da, ah, da, da rechts sieht man es. 2 Monate, den werden wir jetzt hochziehen, weil wir wissen, der ist echt gut. Okay, dann weiß ich jetzt auch, wie ich das immer finde. Und ja, der Rest ist nicht wirklich interessant für uns. Und ja, dann passt das. Der ist zufrieden, dass er auf der Leihliste ist. Okay, das ist auch gut. Und dann jetzt nochmal der Ausblick für die nächste Folge. Vielleicht schon die letzte dieser Saison. Weiß ich noch nicht ganz. Gucken wir mal. Also Köln ist ja schon eine Mannschaft, die sind, glaube ich, 10. oder so. Bremen ist ja... Ist Bremen unten drin? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Bremen ist nicht unten drin. Doch, Bremen ist mitten unten drin. Schalke ist unten drin. Also das sind so 2 Partien, die man spielen könnte. Köln ist natürlich auch eine Option. Wolfsburg ist jetzt auch nicht ganz weit weg. Aber dann schon ein Tick. Oder spielen wir gegen Wolfsburg? Nee, tun wir nicht. Keine Ahnung, wo ich das hätte. Bielefeld ist unten drin. Also da sind schon die ein oder andere Mannschaften drin. Vielleicht ist es die nächste letzte Folge. Vielleicht machen wir auch noch 2 in dieser Saison. Ich denke, wir machen noch 2. Dann hab ich da auch weniger Stress. Ja, und das passt dann, denke ich mal so. Gerne weiterhin Tipps in die Kommentare schreiben. Und auch gerne ein Abo dalassen, wenn euch dieses Projekt gefällt. Alle 2 Tage gibt es ja neue Folgen. Und auch gerne bei der PES 21 Bayern-Karriere vorbei. Schauen, die gibt es dann morgen wieder. Und auch gerne hier einen Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns morgen wieder bei den Bayern oder in 2 Tagen mit dem VfB Lübeck. Bis dann. Macht es gut und tschüss.